Auf dem Gelände des ehemaligen Fun-Parks, zuvor Fahrzeuggetriebewerk II in der Wilhelmstraße 25a in Glauchau, finden derzeit Abbrucharbeiten im Rahmen einer Fördermaßnahme und eine Umgestaltung des gesamten Areals statt. Der im Betriebsgelände befindliche 46 Meter hohe Schornstein wurde gestern Nachmittag von einer Thüringer Sprengfirma fachgerecht und nach Plan zu Fall gebracht. Wir trafen uns am Montagvormittag mit Sprengingenieur Michael Neubert auf dem Areal und erfuhren, dass die Sprengung eventuell nicht durchgeführt werden kann. Das ist in der Tat so. Wir haben hier am Wochenende von einer Anwohnerin einen Anruf bekommen, dass sich auf dem Schornstein ein Turmfalkennest befindet, das auch bebrütet wird. Dazu haben wir dann heute erstmal die Naturschutzbehörde hier auf die Baustelle bestellt. Da wurde jetzt in den vergangenen Stunden zum einen mit dem Fernglas, zum anderen mit einer Drohne der Stadt Glauchau das Nest kontrolliert und wurde da vor wenigen Minuten festgestellt, dass das Nest leer ist, dass dementsprechend morgen die Sprengung geplant stattfinden kann. Auch der Wetterbericht verhieß nichts Gutes. Eine Sprengung ist auch von der Witterung abhängig. Durchaus, also zum einen starke Winde können den Schornstein gefährden, weil der jetzt dann auch in den nächsten Stunden dann vorgeschwächt wird, schon entsprechend für die Sprengung. Und natürlich in dem Moment, wo der Schornstein dann geladen ist, wo Sprengstoff im Schornstein ist, kann auch ein Gewitter zum Problem werden. Am Dienstag waren dann die Wetterverhältnisse weniger bedrohlich als befürchtet. Doch nun zum Schornstein selbst. Ja, es handelt sich hier um 46 Meter hohen Mauerwerksschornstein ohne Innenfutter. Der Schornstein steht auf einem reichlich 3 Meter hohen Sockel, aus einem massiven Sockel. Deswegen haben wir uns hier auch entschieden, nicht wie es sonst üblich ist, direkt über der Bodenoberfläche den zu sprengen, sondern in etwa 3,5 Meter Höhe. Welche Herausforderungen stellt der Schornstein an den Sprengingenieur? Ja, wir sehen es ja hier, das Umfeld ist schon relativ eng bebaut. Wir haben hier auf der einen Seite die Häuserzeile von der Fischergasse. Wir haben hier auf der anderen Seite dieses recht unübersichtliche Abbruchareal. Das bedeutet, dass wir morgen einerseits bzw. das Personal der Stadt Glauchau die Bewohner der Fischergasse evakuieren muss. Zum anderen müssen hier auf diesem benachbarten Abbruchareal Kontrollen vorgenommen werden, dass sich dort nicht wissentlich oder unwissentlich Personen in Gefahr begeben und das Gelände auch dann danach bis zur Sprengung gesichert werden. Wie bei dem kürzlichen Kirchberg gesprengten Schornstein gibt es auch in Glauchau ein sogenanntes Fallbett. Genau, der Schornstein fällt also quasi hier hinter uns längs in das Fallbett lang. Wir werden hier eine einfache Fallrichtungssprengung durchführen. Das bedeutet, dass in dem Bereich, den wir jetzt hier auch vorbereitet sieht mit roter Farbe, wir eine keilförmige Öffnung zum Teil herausstemmen maschinell und dann die verbleibenden Stützen morgen sprengen. Wenn dann aus dem Schornstein dieser Querschnitt entfernt wurde, dann kippt er durch die Gravitation, durch sein Eigengewicht in die vorbestimmte Richtung. Wie wird man eigentlich Sprengmeister? Ja, den Beruf Sprengmeister, den gibt's so gar nicht mehr. Das war mal früher ein Ausbildungsberuf, jetzt ist man einfach Sprengberechtigter. Das ist eine Zusatzqualifikation, die man sich mit einer Kombination aus der Teilnahme an Sprengungen als Sprenghelfer und dann einem mehrwöchigen Lehrgang erarbeiten kann oder dazugewinnen kann. Es gibt da erstmal keine beruflichen Vorqualifikationen. Es ist aber so, wir jetzt bei uns in der Firma mehrere Sprengingenieure. Das bedeutet, wir haben vorher entsprechende Studien im Bergbau oder allgemein im Bausektor abgeschlossen und dann die sprengberechtigten Ausbildung zum Sprengingenieur quasi als Zusatzqualifikation erworben. Für Michael Neubert ist dieser Schornstein etwas Besonderes. Ja, das wird tatsächlich für mich der erste, für den ich eigenverantwortlich bin. Aber ich war schon bei dem einen oder anderen als Sprenghelfer mit im Einsatz. Wie ich ja gesagt habe, gerade muss man ja, bevor man seine Sprengqualifikation auf der Sprengschule ablegen kann, schon an wenigstens 50 Sprengungen als Sprenghelfer beteiligt sein, um sich schon eine gewisse Erfahrung und auch Qualifikation aneignen zu können. Da hat man durchaus auch Lampenfieber. Ja, das ist so bei jedem Schornstein, wenn es jetzt noch nicht kommt, aber dann die letzten Minuten vor der Zündung, wenn dann alles rundherum ruhig ist, der Absperrkreis steht, dann kommt schon die Aufregung. Fällt und liegt der Schornstein dann so, wie er soll, dann fällt auch dem Sprengingenieur ein Stein vom Herzen. Da fällt ein Stein ab, dann
Einmal dann, wenn er so gefallen ist, wie er soll, und wenn dann sich im Nachgang auch herausstellt, dass wir keine Schäden an umliegenden Bebauungen verursacht haben. Michael Neubert hat eine fundierte Ausbildung erhalten. Die Firma aus Thüringen ist schon lange im Geschäft. Ja, die Thüringer Sprenggesellschaft hat sich jetzt seit fast 31 Jahren als eines der erfolgreichsten Sprengunternehmen in Deutschland, kann man glaube ich so sagen, etabliert. Hat diverse Pionierleistungen auch auf dem Gebiet der Abbruchsprengung insbesondere erbracht. Dabei sei insbesondere der erstmalige Einsatz von Schneidladungen für Stahlsprengung in Deutschland genannt. Dann hat die Thüringer Sprenggesellschaft diverse Hochhäuser gesprengt. Das letzte war im vergangenen Jahr das Luther-Hochhaus in Regensburg. Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, hätten wir auch in diesem März ein weiteres Hochhaus, den zweiten Weißen Riese in Duisburg gesprengt. Der soll jetzt, so es Corona erlaubt, im Spätsommer fallen. Und wir haben bis jetzt 457 Schornsteine gesprengt. Das wird hier also der 458. und die in allen Größenordnungen. Der kleinste war nicht mal ganz 10 Meter groß und der größte war mit reichlich 300 Metern vom Kraftwerk Westerholt einer der größten Schornsteine, die in Deutschland gesprengt worden sind. Werden Schornsteine generell gesprengt oder gibt es auch andere Abbruchmöglichkeiten? Es gibt da auch andere Möglichkeiten. Gerade dann gibt es auch Schornsteine, die so in unmittelbarer Nähe zum Beispiel eine neue Kraftwerksanlage oder ähnliches oder umgeben von Gebäuden so stehen, dass man sie nicht sprengen kann. Dort gibt es dann Möglichkeiten, mit aufgesetzten Spinnenbaggern den Schornstein sukzessive von oben nach unten abzutragen. Aber generell kann man sagen, dass für eine Schornsteinsprengung, wenn der Platz da ist, die Sprengung einfach die günstigste und einfachste Variante ist. Es gibt da auch Möglichkeiten, gerade bei sehr großen Schornsteinen, dass man da eine sogenannte Sprengfaltung einsetzt. Das bedeutet, dass dann auf verschiedenen Ebenen des Schornsteins gegenläufig Sprengmäuler angebracht werden und der Schornstein dann sich quasi zusammenfaltet einfach und dann dementsprechend deutlich weniger Aufprallfläche braucht. Das ist dann schon die hohe Kunst des Sprengens, aber hier in Glauchau ist das nicht notwendig. Für Michael Neubert ist diese Sprengung übrigens ein Heimspiel. Ja, das kann man so sagen. Also ich komme gebürtig aus Oberlungwitz. Das ist ja nur knapp 20 Kilometer von hier entfernt. Und ja, ist schon schön, wenn man sonst in der ganzen Republik unterwegs ist, wenn man auch mal hier eine Sprengung vor der Haustür hat. Dienstag, 11. Mai. Die Evakuierung ist abgeschlossen. Einsatzkräfte sichern das Areal und Michael Neubert erledigt letzte Arbeiten. Wozu wird das gebraucht hier? Das ist die Gasflasche für die Signalfanfare dann. Okay. Mit vor Ort Glauchaus Oberbürgermeister Dr. Peter Dressler. Er erinnert sich. Also der Gesamtstandort, der größere Teil, gehörte zu den Textilwerken Palla. Vor DDR-Zeit die Firma Firnkranz und Ehret, ein klassisches Färbereiunternehmen im Textilbereich. Und der jetzige Bereich, auf dem der Schornstein steht, der zur Sprengung kommt, gehörte zum ehemaligen Fahrzeuggetriebewerk. Firnkranz und Ehret stand seit Mitte der 90er Jahre leer, weil die Produktion Palla hier am Standort Glauchau beendet worden ist. Seitdem eine Industriebrache und Ruine. Es gab bereits mehrere Brände in diesem Bereich. Bosel, der ehemalige Standort Fahrzeuggetriebewerk, war dann deutlich nachwendig der Freizeitpark, Spielepark Bosel. Mit dem Ableben des alten Inhabers, Herrn Bosel, ist dieser Betrieb nicht mehr fortgeführt worden, unterlag Vandalismus und aufgrund vorgefundener Altlasten war er auch nicht zu erhalten. Insofern haben wir heute zwei Industriebrachen mit einer unterschiedlichen Nutzung in der Vergangenheit, die praktisch gleichzeitig in den Abbruch und die Gesamtflächen in die Revitalisierung kommen. Also wir werden insgesamt eine Größenordnung von etwa 3,5 bis 4 Millionen Euro aufwenden, um zurückzubauen. Und wir haben hier zwei Abschnitte künftiger Nutzung. In dem Bereich, in dem wir uns jetzt gerade befinden, entlang Bosel, dort wo die Esse steht, werden wir eine Renaturierung, Revitalisierung des ehemaligen Mühlgrabens vornehmen. Und es wird eine Grünausgleich- und Erlebnisfläche werden. Der ehemalige Mühlgraben ist als Oberflächenwasserleitung verrohrt.
Und wir haben bereits mit der unteren Wasserbehörde die Schritte abgestimmt, sodass wir hier in einem ersten Teilabschnitt des Mühlgrabens tatsächlich einen ganz früheren, ursprünglichen Zustand wiederherstellen können. Auf der vorderen, größeren Fläche Firnkranzen-Ära, die Richtung Lindenstraße geht, werden wir am Ergebnis des Abbruches Wohnstandorte zur Verfügung stellen. Insgesamt wird es bis zu 18 einzelne Wohnstandorte geben, wo Stadtvillen, Stadthäuser, aber auch Eigenheime entstehen können. Und diese Art und Nutzung haben wir natürlich mit den Fördermittelbehörden abgestimmt. Inzwischen rückt der große Augenblick immer näher. Eine Menge Zuschauer haben sich eingefunden, um dieses seltene Schauspiel zu verfolgen. Auch die Presse ist zahlreich vertreten. Eine ganze Phalanx an Kameras ist in Bereitschaft. Wir möchten von Michael Neubert wissen, was ihm in den letzten Minuten durch den Kopf geht. Äußerlich wirkt der 26-Jährige ruhig und souverän. Doch es läuft leider nicht alles nach Plan. Wir haben überlegt schon nochmal, ob das alles so stimmt, was man gerechnet hat, auch wenn man es bestimmt schon 10-mal auch mit anderen Leuten noch überdacht hat, überarbeitet hat. Und jetzt ist natürlich in diesem Fall das Problem, dass wir jetzt warten müssen, weil noch eine Person sich im zu evakuierenden Wohnungsbereich aufhält. Die Feuerwehr bereitet dort jetzt die Türnotöffnung vor und wenn die abgeschlossen ist, dann können wir erst die Sprengung einleiten. Und das ging dann doch schneller als gedacht. Jetzt wurde es spannend. Genau nach Plan fiel der Schornstein in die vorbereitete Schottermulde und wir glauben, wir haben auch den Stein gehört, der von Michael Neuberts Herzen fiel. Gut gemacht. Da der Wind in Richtung Zuschauer wehte, nahmen viele, wir eingeschlossen, die Beine in die Hand, denn die Staubwolke war beachtlich.